Heute jährt sich der Atombombenangriff auf Hiroshima, dem wenige Tage später der Angriff auf Nagasaki folgte. Vor 2 Jahren war ich selber in Japan als Redner auf den Gedenkfeiern vor Ort, konnte auch mit Zeitzeugen reden und mir ein Bild über dieses unfassbare Verbrechen machen. Für mich ist eins klar, wir müssen uns einsetzen für ein weltweites Verbot von Atomwaffen, für eine weltweite Abrüstung. Aber wir müssen auch aus der Atomenergie weltweit aussteigen, weil es eine Verbindung zwischen der Produktion von Atomwaffen und der Atomenergie gibt. Dafür setze ich mich energisch ein.